In diesem Rennen hatte die Mannschaft der DDR ganz heiße Eisen im Feuer. Insbesondere Annelie Erhardt aus Magdeburg auf Bahn 6. Sie war Weltrekordhalterin mit 12,5 Sekunden und brauchte eigentlich keine Konkurrentin zu fürchten, was sie nachdrücklich in diesem Endlauf bewies. Sie gewinnt in 12,59 Sekunden einer Weltklassezeit. Zweite wird sehr überraschend die Rumänin Valeria Bufanu vor Karin Balzer aus Leipzig. So sehr die Hürdenläuferinnen auch gefeiert wurden, der eigentliche Höhepunkt an diesem Leichtathletiktag, gestern und an diesem, das ist der Zehnkampf der Männer. Die Bundesdeutschen können auf eine lange und erfolgreiche Tradition zurückblicken. In Tokio gewann man Gold und Bronze, in Mexiko Silber und Bronze. Verständlich, dass die Münchner Fans auf eine Medaille hofften, obwohl die drei bundesdeutschen Zehnkämpfer ihren Leistungszenit wohl schon überschritten hatten. 100 Meter Lauf zum Auftakt. Auf Bahn 6 Horst Bayer für die Bundesrepublik. Bahn 8 der Europameister und Favorit aus der DDR Joachim Kirst. Es gewinnt klar der Pole Tadeusz Janczenko, der im Endklassement aber nur Achter wird. Weit dahinter trudelt Horst Bayer ins Ziel und die Fans merken schon, da kann irgendetwas nicht stimmen. Der 32-Jährige muss schließlich wegen einer Verletzung nach der dritten Disziplin aufgeben, genauso wie die anderen DLV-Athleten. Hans-Joachim Vlade und Hans-Joachim Perk. Ein schlimmes Debakel also für die deutschen Zehnkämpfer. Dafür sorgt ein relativ unbekannter Mann aus Odessa für die Überraschung des ersten Tages. Nikolai Avilov überspringt 2,12 Meter im Hochsprung und reiht auch sonst Bestleistung an Bestleistung. Nach dem Ausfall der bundesdeutschen Athleten wird der Jurastudent der neue Liebling der Zuschauer. Nach dem ersten Tag ist der Sowjetrusse Zweiter in Führung, wie erwartet, Joachim Kirst aus der DDR. Daran ändert auch der 400-Meter-Lauf nichts mehr, der den ersten Tag abschließt. Ein tolles 400-Meter-Rennen läuft hier übrigens der Amerikaner Jeffrey Bannister, der aber sonst kaum in Erscheinung tritt und im Endklassement auf Rang 22 landet. Die Reihenfolge nach dem ersten Tag: Joachim Kirst 4.364 Punkte, Avilov nur 19 Punkte dahinter. Dritter ist der Pole Skowronek, der freilich später beim Stabhochsprung ausscheidet. Erste Disziplin des zweiten Zehnkampftages, 110 Meter Hürden. Mit den beiden Führenden auf Bahn 8 Kirst und auf Bahn 2 Avilov. Achten Sie links auf den Bildrand. Kirst kommt völlig falsch an die erste Hürde und stürzt über die zweite. Dieser Zehnkampf ist für den Europameister beendet. Freie Bahn also für Avilov. Er gewinnt den Hürdenlauf und geht schier uneinholbar in Führung. Völlig am Boden natürlich Kirst, der sich auch noch verletzt hat. Aber der Schmerz über den verpassten Olympiasieg war wohl der größere. Schade für diesen Top-Athleten, dass er diesen Zehnkampf so beenden musste. Kirst draußen, die bundesdeutschen Athleten draußen. Schade, es hätte ein noch interessanterer Wettkampf werden können. Natürlich gibt es jetzt nur noch Avilov als Favoriten auf die Goldmedaille, der auch, wie hier zu sehen, über die Hürdenstrecke ein großartiges Rennen läuft. Letzter Wettbewerb, die 1500 Meter. Als erster übrigens kommt Leonid Litvinenko ins Ziel, der mit einem großartigen 1500-Meter-Lauf noch die Silbermedaille gewinnen kann. Aber die Zuschauer feuern Avilov an, denn der Modellathlet aus Odessa ist mal wieder auf dem Weg zu einer persönlichen Bestzeit und zu einem neuen Weltrekord. Und er schafft es. 4 Minuten 22 läuft er. Der neue Weltrekord lautet 8.454 Punkte. Es war wie ein Rausch, sagt Avilov nach seinem Olympiasieg. Und auch die Zuschauer waren begeistert, ob so viel geballter Manneskraft.